Und Aufnahme die dritte. Oh, mich ärgert das gerade so maßlos. Ich habe, das erste Mal habe ich aufgenommen mit Ton, aber ohne Bild. Okay, dann habe ich eine zweite Aufnahme gestartet, entsprechend mit Bild, aber ohne meinen Kommentar. Und, ärgerlich. Ich werde jetzt hier nicht nochmal alles tausendmal erzählen. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich habe auf jeden Fall den Ort gefunden. Es ist doch jetzt alles an, ne? Ja, okay. Ja, Mikrofon ist an. Ihr seht auch tatsächlich was. Och, Mann, also, wir können hier zu Johnny und hinter der Tür befindet sich noch etwas. Meine Güte, ey. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Zum Glück ist mir die zweite Aufnahme das mit dem Mikrofon viel schneller aufgefallen als beim ersten Mal. Ah, ärgerlich. So, jetzt aber. So, also hier hinten. Bleibst du mal stehen? Dankeschön. Hier hinten ist nämlich noch etwas drin. Dann werde ich die Papiere mal durchsuchen. Das hier könnte interessant sein. Eine Bankbroschüre. Das Geld könnte dort sein. Puh, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber wir gucken uns die noch einmal genauer an. Wahrscheinlich hat Johnny das Geld auf diese Bank gebracht. Ich sollte herausbekommen, ob es so war. Okay, auf die Safety Deposit Rooms. Call 1-800-Mojave for personal assistance. Your bank, our pride. Mojave. Gibt es nicht auch, glaube ich, eine Mojave-Wüste? Also das müsste ja hier wirklich wahrscheinlich in der näheren Umgebung sein, oder? Wenn wir denn in der Mojave-Wüste sind. Ich weiß doch nicht, wo die Mojave-Wüste ist. Ist sie vielleicht tatsächlich hier in Arizona? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich es nämlich mal nachlesen und bin viel schlauer. Okay, genau. Wir haben jetzt die Bankbroschüre und damit können wir zu Sushi gehen. Und Sushi ist Gott sei Dank so nett und freundlich und kann uns hoffentlich helfen. Sushi. Hallo Brian, was gibt's Neues? Ich habe die Broschüre einer Hochsicherheitsbank in dem Wohnwagen gefunden. Es wäre prima, wenn du im Internet etwas darüber herausfinden könntest. Geht klar. Ich muss zuerst eine Kleinigkeit erledigen und werde dann sofort damit beginnen. Lass die Broschüre einfach auf dem Tisch liegen. Mach ich. Danke, Sushi. Keine Ursache. Ich berichte dir später. So, das war jetzt der Zeitpunkt, wo ich die erste Aufnahme schon verkackt hatte. Und die zweite Aufnahme habe ich eher verkackt. So, jetzt gehen wir hier erstmal wieder raus, weil wir müssen ja jetzt ihr ein bisschen Zeit zum Atmen lassen. Haben wir jetzt gemacht, ihr ein bisschen Zeit zum Atmen zu lassen. Und jetzt hoffen wir doch mal, dass Sushi in der Lage war, in der Kürze der Zeit etwas Brauchbares herauszufinden. Brian, komm schnell nach oben. Ich habe sehr interessante Neuigkeiten. Okay. Die ist wirklich ein Profi. So schnell, wie die das hinbekommen hat. Respekt, Sushi. Respekt. Was hast du herausgefunden? Als erstes habe ich untersucht, um was für eine Art Bank es sich in der Broschüre handelt. Es ist keine konventionelle Bank. Die Kunden unterhalten dort Schließfächer. Darin können sie alles aufbewahren, was sie möchten. Geld, Juwelen, Antiquitäten, was sie eben möchten. Man muss keine Erklärung darüber abgeben, was man dort hinterlässt. Ich sage dir, das ist eine richtige Festung. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass man dort noch nie eingebrochen hat oder es auch nur versucht hat. Das heißt, du glaubst, dass Johnny das Geld dort deponiert hat? Naja, es wäre eine Möglichkeit. Solche Banken verlangen enorme Summen von ihren Kunden und bezahlen ihrerseits astronomische Beträge an die Regierung, um eine gewisse Immunität zu genießen. Mit anderen Worten, die Polizei hat keinen Zugang zur Kundendatenbank und natürlich auch nicht zu den Fächern. Genau das macht aus dieser Bank den geeigneten Ort, um das Geld aufzubewahren. Dank meiner Fertigkeiten bin ich in ihre Datenbank eingedrungen. Aber ich habe Johnnys Namen nirgendwo in den Kundenkonten gefunden. Es hat mich nicht überrascht, ehrlich. Wenn Johnny das Geld dort hinterlegt hat, wollte er eher die Sandrettis und nicht die Polizei hintergehen. Was mich wirklich auf die Spur gebracht hat, war das Sicherheitssystem der Mojave Bank. Wenn ein Kunde ein Hochsicherheitsschließfach mietet, bekommt er weder irgendeinen Schlüssel noch eine Codekarte. Sie machen von jedem Kunden eine Fingerabdruckanalyse. Wenn der Kunde an sein Fach gelangen möchte, muss er nur seinen Zeigefinger auf einen Scanner legen. Dann identifiziert der Rechner den Fingerabdruck und das Fach öffnet sich. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Du denkst an den Finger in Formalin aus dem Heiligtum. Ganz genau. Als nächstes habe ich die Datenbank der Polizei durchsucht und Johnnys Namen angegeben. Sein richtiger Name ist Johnny Tavangyama.
Ich habe dann festgestellt, dass er tatsächlich vor 2 Tagen tot in einer Gasse gefunden wurde. Ich habe die Spur seines Nachnamens, der nicht sehr verbreitet ist, weiterverfolgt und fand etwas sehr Interessantes. Vor 4 Jahren tauchte im Green Gila-Fluss die Leiche einer Frau auf. Man hat sie als Schwester Juana Buena Fortuna aus der Santa Clara-Mission in Kalifornien identifiziert. Sie wurde erwürgt und danach in den Fluss geworfen. Eine Nonne? Wie übel. Aber was hat sie mit der ganzen Sache zu tun? Juana Buena Fortuna war der Name, den sie annahm, als sie in den Orden eintrat. Die Frau war Indianerin. Und ihr richtiger Name lautete Mary Tavangiama. War sie eine Angehörige von Johnny? Seine Zwillingsschwester. Rate mal, was der Leiche fehlte, als sie gefunden wurde. Mal überlegen. Zeigefinger der rechten Hand. Bingo. Willst du wissen, auf welchen Namen ein Sicherheitsschließfach in der Mojave Bank auf 10 Jahre gemietet wurde? Auf den Namen Schwester Juana Buena Fortuna? Genau. Jetzt passt alles zusammen. Johnny hat seine Schwester dazu gebracht, das Fach in der Mojave Bank zu mieten und das Geld dort zu deponieren. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an vorhatte, sie umzubringen. Aber dann hat er Angst bekommen, sie könnte ihn verraten, während er im Gefängnis sitzt. Dieses Schwein zog es vor, seine eigene Schwester umzubringen, ihr den Finger abzuschneiden und ihre Leiche in den Fluss zu werfen. Ich vermute, dass er gedacht hat, dass es zum richtigen Zeitpunkt nicht schwer sein würde, sich als Nonne zu verkleiden, den Finger zu benutzen und dann das Geld zu holen. Den Finger im Hopi-Heiligtum zu verstecken, scheint ziemlich abwegig. Aber ich glaube, dass er damals kaum Zeit hatte und er brauchte einen Ort, an dem der Finger sicher war, während er im Gefängnis saß. Er kannte das Heiligtum und es schien ihm die richtige Lösung zu sein. Ich vermute, dass er weder mit dem Verdacht der Sandrettis rechnete, noch damit, dass sie ihn vom Gefängnis abholen würden. Gute Arbeit, Sushi. Jetzt machst du mich verlegen. Danke. Ich glaube, jetzt steht euch nichts mehr im Wege, das Geld zu holen. Ihr könnt einfach Johnnys Plan ausführen. Um sicher zu gehen, sollte Gina sich als Juana Buena Fortuna verkleiden. Ich glaube nicht, dass ihr Probleme bekommt, wenn sie sich als Nonne verkleidet und den Finger benutzt. Ein Merkmal dieser Banken ist es, dass sie keine Fragen stellen. Sushi, ich denke, es wäre gerecht, wenn du einen Teil des Geldes bekommst. Ich möchte nichts davon, aber du hast es dir verdient. Brian, ich spreche nur sehr ungern darüber, aber Tatsache ist, dass ich schon sehr viel Geld habe. Ich habe ein Vermögen geerbt. Es ist so groß, dass ich es nicht mal in 1000 Jahren ausgeben könnte. Geld interessiert mich nicht. Wahrscheinlich, weil es mir nie gefehlt hat. Aber es ist eben so. Denk nicht mehr daran, Brian. Lass Gina das Geld holen und sie ein neues Leben beginnen. Du musst nur noch eine Nonnentracht besorgen und das dürfte kein Problem... Warte, jetzt erinnere ich mich, dass ich in Johnnys Wohnwagen ein Nonnengewand gesehen habe. Es hing an einem Haken. Das Schwein. Es ist wahrscheinlich das Ordenskleid seiner Schwester. Gut, das ist ja noch besser. Du musst nur das Gewand holen und fertig. Aber geh nicht weg, ohne dich vorher verabschiedet zu haben. Auf keinen Fall, Sushi. Ich komme noch vorbei, bevor ich Gina abhole. Bis dann. Bis bald, Brian. Wow. Was für eine abstruse Geschichte. Johnny Tavangiama bringt seine Schwester um, damit sie unter ihrem Nonnennamen ein Depot bei der Mojave Bank dort eröffnet, dann ihren Finger abschneidet und sie dann in den Fluss wirft. Herrlich. Also, das ist mal abstrus und wie schnell doch die Sushi da was gefunden hat. Aber ja, Respekt, also wirklich. Und Geld genug hat sie auch. Hätte man auch drauf kommen können bei der Ausstattung, die da rumsteht. Die war gerade nicht wirklich billig. Also bestimmt war die nicht billig. Okay, dann heißt es nur noch das Nonnengewand holen und dann mit Gina ab zu der Bank fahren. Genau, so rum. Okay, dann noch das Nonnengewand nehmen. Schon gut. Obwohl mir ganz anders wird, wenn ich nur an die arme, tote Frau denke, die er eiskalt umgebracht hat. Wir haben Glück. Ich glaube, das ist Ginas Größe. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt alles und dann los. Gut, alles erledigt. Und jetzt suchen wir das Geld. Hä? Ich höre ein Motorengeräusch. Da kommt ein Auto. Es könnte gefährlich werden. Ich verstecke mich lieber. Sicher ist sicher. Okay, wer kommt denn da? Jemand, der noch mit Johnny eine Rechnung offen hat? Ach nein, das ist das Auto von diesen beiden Gangstern da, von den Sandrettis, die... Oder? Verdammt, es sind die Killer. Gustav und Fjodor, das musste ja so kommen. Das meine ich. Hier ist der Wohnwagen, genau wie Bob gesagt hat. Ja,
aber ich glaube nicht, dass Johnny der Indianer so blöd war, das Moos hier zu verstecken. Ja, ich glaube es auch nicht. Aber wir müssen nachschauen. Hast du das gesehen? Frische Spuren neben der Tür. Glaubst du, das waren der Idiot und die Schlampe? Sie gehören einer einzigen Person. Der Größe nach müssten sie von ihm sein. Etwas sagt mir, dass sie nicht weit weg sind. Wahrscheinlich haben sie sich getrennt, um den Ort zu suchen, an dem Johnny die Kohle versteckt hat. Ich gehe jede Wette ein, dass sie hierher zurückkommen werden. Zusammen oder allein. Und wenn sie die Kohle schon haben? Nein, das glaube ich nicht. Außerdem wäre es ziemlich aufwendig, sie in diesem Gebiet zu suchen. Das ist eine verdammte Wüste, falls du es noch nicht bemerkt hast. Lass uns den Wohnwagen durchsuchen und eine Weile warten. Vielleicht kommen sie ja zurück. Und wenn sie nicht erscheinen? Dann werden wir sie suchen, und? Du kannst mir glauben. Ich werde sie finden, koste es, was es wolle. Und wenn ich sie habe, werden sie sich wünschen, dass sie niemals geboren worden wären. Komm. Lass uns gehen. Verdammte Mörder! Ich muss etwas unternehmen, bevor sie merken, dass wir hier sind. Ja, dann mal los. Hier Sushi Bescheid sagen, oder? Oder? Ja, wir müssen ja was unternehmen. Also gehen wir erstmal zu Sushi und sagen ihr erstmal: Sushi! Sushi! Kannst du uns helfen? Die hat doch immer so tolle Ideen. Die kann uns doch mit Sicherheit helfen, oder? Hallo, Sushi. Hallo, Brian. Hast du die Nonnentracht schon? Ich habe sie. Aber wir haben ein paar neue Probleme. Als ich den Wohnwagen verließ, erschienen Gustav und Fjodor, die Killer der Sandrettis. Ich schaffte es gerade noch, mich zu verstecken. Meine Güte. Das heißt, sie sind euch auf den Fersen? Ja, genau das fürchte ich. Ich vermute, dass sie von der Existenz von Johnnys Wohnwagen wussten. Und sie haben sich gedacht, dass auch wir ihn irgendwann aufsuchen würden. Aus dem, was ich gehört habe, schließe ich, dass sie beim Wohnwagen bleiben und auf uns warten wollen. Das gibt euch etwas Zeit zu entkommen. Du hast die Nonnentracht ja schon besorgt. Holt das Geld und lasst euch nicht mehr in ihrer Nähe blicken. Ich weiß nicht. Ich begreife jetzt, dass wir niemals sicher sein werden. Weder Gina noch ich. Egal, wo wir hingehen. Am Ende werden sie uns immer aufspüren. Tut mir leid, es sagen zu müssen, aber ich fürchte, du hast recht. Aber was können wir tun? Ich weiß es noch nicht. Ideal wäre, uns etwas auszudenken, was uns für immer von ihnen befreien würde. Du bist sehr intelligent, Sushi. Kannst du dir nicht etwas ausdenken? Ich weiß nicht. Spontan, ohne Überlegung nicht. Ich denke darüber nach. Vielleicht finden wir beide zusammen eine Lösung. Aber etwas macht mir jetzt noch mehr Sorgen. Die Killer könnten beschließen, den Wohnwagen zu verlassen und die Umgebung zu durchkämmen. Eines ist sicher. Es wird nicht lange dauern, bis sie in Douglasville auftauchen. Und nach dem, was du mir erzählt hast, werden sie keine Hemmungen haben, so viele Leichen in der Gegend zu hinterlassen, wie sie für nötig halten. Wir sind alle in Gefahr. Ja, du hast recht. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich muss darüber nachdenken. Aber erstmal werde ich etwas Dampf ablassen. Ich werde jetzt gleich etwas unternehmen. Bis bald. Etwas Dampf ablassen? Etwas Dampf ablassen? Geht das? Kommt da noch irgendwie was raus? Also, das ist ja mal wirklich ein Fingerzeig. Geht das? Wir probieren es nochmal aus. Nee, geht nicht mehr. Bis er mehr Dampf erzeugt hat. Was kam denn letztes Mal raus? Der Stern, der Sheriff-Stern. Sollen wir jetzt jemanden zum Sheriff ernennen oder was? Oder das als Wurfgeschoss benutzen? Vielleicht Oscar? Komm, wir probieren es aus. Mehr als Schaden kann es ja nicht, oder? Oscar? Was gibt's, ja. Brian? Ja, ich super. Ich habe eine Lebensaufgabe für dich. Ich habe mit Mama Dorita darüber gesprochen und sie ist einverstanden. Gut. Worum handelt es sich denn? Oscar, du bist zum Sheriff von Douglasville gewählt worden. Oh. Heb die rechte Hand, um auf dein Amt zu schwören. Wiederhole. Ich schwöre, dass ich die Gesetze der Verfassung unseres Landes verteidigen werde, auch unter Lebensgefahr. Ich schwöre, dass ich die Gesetze der Verfassung unseres Landes verteidigen werde, auch unter Lebensgefahr.
Ich schwöre auch, alles Nötige zu unternehmen, damit diese Gesetze nicht gebrochen werden. Und jeden zu verfolgen, der es versucht. Ich schwöre auch, alles Nötige zu unternehmen, damit diese Gesetze nicht gebrochen werden. Und jeden zu verfolgen, der es versucht. Perfekt. Oscar, du bist jetzt der gesetzliche Sheriff von Douglasville. Stark. Sheriff Oscar, wir haben eine erste Aufgabe für dich. Du musst zum... Und meine Dienstwaffe? Wie? Meine Dienstwaffe. Was wäre ich für ein Gesetzeshüter ohne Dienstwaffe? Oh, stimmt. Du hast recht. Ja klar, deine Dienstwaffe. Entschuldige. Ich habe vergessen, sie mitzubringen. Ich hole sie. Warte hier auf mich. Ich bin in einer Minute zurück. Das Gewehr, mit dem Sushi auf mich schoss, als ich in Douglasville ankam... Ach cool, müssen wir gar nicht selber holen. Macht's angenehmer. Das macht dir bestimmt nichts aus, wenn ich es mitnehme. Das ist was anderes. Gut. Wie lautet meine erste Aufgabe als Sheriff? Pass auf. 5 Kilometer südlich von Douglasville gibt es einige Typen in einem Wohnwagen. Sie machen Ärger und schüchtern die Leute in der Umgebung ein. Du musst sie gefangen nehmen und im Gefängnis von Douglasville einsperren. Aber sei vorsichtig. Die Typen sind bewaffnet und sehr gefährlich. Mach dir keine Sorgen, Freund. Im Gefängnis hat man mich Terminator genannt. Ich gehe und hole sie. Glück gehabt. Hat er nicht irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen? Ich bin mir sicher, dass er es schaffen wird. Am besten, ich kehre nach Douglasville zurück und warte auf den erfolgreichen Abschluss von Oscars Einsatz. Von diesem Fenster aus werde ich sehen, wenn Oscar zurückkehrt. Da kommt Gustavs und Fjodors Auto. Oscar fährt es. Alles muss gut gelaufen sein. Ja, er holt sie aus dem Auto. Er hat sie an Händen und Füßen gefesselt. Was für ein Bursche. Er hat jeden der Kerle unter einen Arm genommen und bringt sie ins Gefängnis. Heldenhaft. Homerisch. Das muss ich Sushi erzählen. Was für eine Schadenfreude. Aber gegen Oscar, sich gegen den anzulegen, also zumindest körperlich, ist aber auch echt schwierig. Sushi, gute Nachrichten. Ehrlich? Erzähl. Diese dreckigen Killer sind jetzt in sicherem Gewahrsam. Sie sind im Stadtgefängnis. Aber wie hast du das geschafft? Es war Oscar. Ich habe ihn zum Sheriff ernannt und als erste Aufgabe die Gefangennahme der 2 Killer angeordnet. Ist das dein Ernst? Oh Mann, du bist unglaublich, Brian. Unglaublich ist dieser Hühne von Oscar. Noch etwas. Ich habe ihm dein Gewehr gegeben, damit er seine Aufgabe erfüllen konnte. Das war doch nicht verkehrt, oder? Nein, nein, das macht nichts. Außerdem werde ich es jetzt nicht mehr brauchen. Jetzt herrschen ja Recht und Ordnung in der Stadt. Jetzt aber mal wieder ernst. Diese neue Lage verschafft uns eine Atempause. Aber es löst unser eigentliches Problem nicht. Ich brauche nicht zu betonen, dass wir anderen nicht das Leben nehmen. Und selbst wenn es anders wäre, würden wir das Problem nicht lösen. Die Sandrettis würden einfach andere Killer herschicken. Ja, du hast recht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, das euch ein für alle Mal von den Sandrettis befreit. Genau. Ich werde mal runtergehen, um Oscar zu gratulieren. Außerdem werde ich mir die Freude nicht nehmen lassen, die schrägen Vögel in ihrem Käfig anzuschauen. Kommst du mit? Nein, jetzt nicht. Geh du. Ich möchte noch ein bisschen über unseren Plan nachdenken. Einverstanden. Bis bald. Bis bald. Okay, ja, dann werden wir doch mal den beiden Hübschen doch mal einen Besuch abstatten, oder? Und Oscar natürlich erstmal zu seiner erfolgreichen Gefangennahme gratulieren. Ach ja, das dauert ja immer ein bisschen, bis er da ist. Aber ist ja egal, wir haben ja Zeit. Gut gemacht, Oscar. Du hast es geschafft, die Ganoven gefangen zu nehmen. Danke. Aber ich habe doch nur meine Arbeit gemacht. Diese Küken dachten, dass sie mich mit diesen Mini-Pistolen und dem Zahnstocher hier beeindrucken könnten. Ja. Arme Irre. Du hast sie wohl in die Zelle gesteckt. Ja, ja. Und was sie dabei hatten, liegt in dem obligatorischen Beutel auf dem Bürotisch. Perfekt, Oscar. Du bist ein richtiger Profi. Ich tue doch nur meine Arbeit. Übrigens, Brian... Würde es dir etwas ausmachen, mich von nun an Sheriff zu nennen? Selbstverständlich nicht. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sheriff. Ich mag den Oscar, der ist ein richtig sympathischer Kerl.